Wir brauchen 12 Starts davon. Das ist gerade erstmal Phase 1 gewesen. Und wir brauchen 12 Phasen. Ach du Scheiße. Ah. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Per Aspera, dem Mars-Kolonisierungsspiel. Meine lieben Freunde, wir haben beim letzten Mal zum ersten Mal dieses Gebäude platziert. Das ist ein Gebäude, in dem Cyanobakterien gezüchtet werden. Uns fehlen allerdings noch die Stromversorgung, um das Ganze hier zu betreiben. Um die Beatreibung zu starten, ja. Und ja, ohne zu übertreiben, kann ich euch schon mal sagen, dass diese Cyanobakterien dann in den Ozean entlassen werden. Da drüben nämlich. Deswegen haben wir das hier so ein bisschen ans Wasser gebaut. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt ans Wasser bauen muss, damit das passiert. Ich nehme jetzt mal an, das wird so sein. Es ist witzig, das Ganze sieht ein bisschen aus wie so ein Klärwerk. Wir haben schon gesagt, warum kacken die Kolonisten nicht einfach in den Ozean rein? Dann sind da auch Bakterien drin. Weil trinken tun sie es ja eh nicht, das Wasser. Da machen sie ja nichts mit. Von daher können sie eigentlich auch reinkacken. Das würde die Sache deutlich bescheuern. Aber vielleicht sieht das auch deswegen aus wie ein Klärwerk. Weil die da erst reinkacken und dann wird das da gezüchtet und dann wird es entlassen. Vielleicht ist dieser Zwischenschritt ja notwendig. Wenn ihr nicht wisst, wie wir hier hingekommen sind, an diesen wunderschönen Punkt mit dieser wunderschönen großen Kolonie, und hier sind auch unsere Hyperloops aktiv, dann schaut auf jeden Fall rechts oben in die komplette Playlist rein. Und wenn ihr das Projekt feiert, ist es ganz nett, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, damit ich sehe, dass ihr das Projekt feiert, wenn ihr das auf YouTube schaut. Der Wahnsinn. Genau. Wie wir sehen können, fehlen immer noch Solarpaneele. Hier wird jetzt was gebaut, sehr gut. Hier wird Material hingeliefert. Uns fehlt immer noch so ein bisschen Eisen, also Stahl. Aber wir haben jetzt ja durch die Hyperloops eine viel bessere Verteilung der Rohstoffe am Start. Ja? Also das geht jetzt alles viel runter hier. Wir sehen immer da, wo diese schnellen Bewegungen stattfinden zwischen den Ressourcen. Und den oben und unten hier so, ne? Da sind die Hyperloops und das ist schon eine ziemlich geile Sache. Und ich werde auch noch weitere Hyperloops bauen. Einfach damit sich das auch hier in diese Bereiche dann besser ausdehnt. Wir sehen jetzt hier, ne? Wenn ich das jetzt hier hinbaue. Warte mal, so. Genau, so, dass der da oben auch noch mit dran hängt. Dann haben wir nämlich so ein richtig schönes Netzwerk. Das ist nämlich das Ziel hier. Dass wir hier so ein richtiges Netzwerk aus Hyperloops bauen. Wo konnte ich denn das jetzt nicht setzen hier? Was ist denn da los? Wenn wir auch so diese außenliegenden Punkte mit Hyperloops versorgen. Wie viel Strom braucht eigentlich so ein Hyperloop? Da haben wir noch gar nicht geguckt, glaube ich. Der braucht 2 Megawatt. Ist nicht so viel, oder? Wir haben ja auch eigentlich genug Reserven. Hier brauchen wir auch noch Strom. Da müssen wir dann mal... ja gut, da fehlt auch Stahl natürlich. Dann, genau, müssen wir mal von dem Hyperloop ausgehend eine verbesserte Straße bauen. Dann geht das nämlich auch ein bisschen schneller mit der Versorgung. Genau. Mein Plan ist so ein bisschen bei den Hyperloops drumherum immer so verbesserte Straßen zu bauen, hin zu Ressourcenlagern und so, sodass wirklich ganz schnell Ressourcen für den Bau von Projekten freigemacht werden können. Weil das Ding ist jetzt nämlich auch, wir müssen wahnsinnig große Distanzen überwinden. Hier oben sind nämlich unsere wichtigsten Quellen für Rohstoffe. Ja, hier liegt ganz viel Zeug in der Erde. Aber das muss halt zu den Fabriken im Süden mehr oder weniger auch verteilt werden. Und damit die halt hier noch Rohstoffe kriegen, ne, müssen halt diese Hyperloops am Start sein, damit das halt, ja, funktioniert, damit das halt verteilt wird. Genau. Das ist so der Plan. So, wie schaut's jetzt hier aus? Ich mach mal hier jetzt die Prio von dem Solardings hoch und von der Batterie auch. Wir brauchen hier mal dringend jetzt Zeug. Ich mache jetzt hier auch mal noch eine bessere Straße. Und zwar von hier, genau, was? Ja, genau, hat er gemacht. Und dann am besten von hier noch eine. Die verbesserten Straßen brauchen halt leider auch Stahl. Das ist ein bisschen doof. Aber ich denke mal, das ist wohl investierter Stahl. Weil letztendlich geht dann das Hinschaffen schneller. Ich glaube, wenn wir diese Straßen und diese Hyperloops jetzt nicht hätten, ey, das würde so träge und zäh vonstatten gehen, die ganze Expansion hier. Das würde alles noch zigmal länger dauern jetzt. So, genau. Hier hatten wir ja diesen Stützpunkt gebaut. Diesen Forschungsstützpunkt. Und da sind sie gerade am Erforschen. Bei Zensiert, genau. Und da geht's dann mit der Story weiter, wenn wir das erforscht haben. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Tatsächlich. Wie sich das noch entwickelt. Neue Kolonisten im Anflug wird mir gerade angezeigt. Fehlt uns denn irgendetwas? Ich glaube, wir bauen hier mal noch eine Chemiefabrik. Eine Zweier.
Die baue ich jetzt mal da hinten in die Ecke. Und wir können hier eigentlich auch mal die Straßen verbessern, soweit. Dass wir hier mal die Lebensmittelfabrik und so, dass wir das mal alles so ein bisschen mit den Stationen auch verbinden hier. Dass das alles schneller geht mit dem Ressourcenaustausch. Wäre schon nicht schlecht. Das wäre schon gut. Da können wir mal ein bisschen Stahl investieren. Ja, und langfristig gesehen müssen wir halt die ganzen Außenposten dann auch mit Hyperloops verbinden. Hier sind wir gerade am Zusammenwachsen. Ich finde das so geil, wie das dann so aussieht, wie so ein Ganglion oder so ein Tentakel, die so aufeinander zuwachsen, so wie so ein Organismus. Das erinnert mich ein bisschen an diesen Film hier, wo sie auf der ISS diesen Organismus vom Mars hochziehen, dieses, was erst so als Mikroorganismus anfängt, wird das immer tintenfischähnlicher und tentakelmäßiger und so. Daran erinnert mich das gerade. Ich weiß gar nicht, Life hieß der Film, glaube ich, tatsächlich. Genau, Life hieß der Film. Der war ganz cool irgendwie, aber der war auch irgendwie strange, weil die ISS sah von innen überhaupt nicht aus wie die ISS. Auch diese Gondola war viel zu groß. Also war sehr merkwürdig, wie die ISS da innen aussah. Normalerweise ist die ISS ja richtig hell innen und so. Ah, Forschungsaußenposten Asterion Basislager. Das hier könnte man als Science Fiction bezeichnen, aber es ist wahr. Scheinbar sollte die Asterion-Mission einen mutierten Virus entwickeln, der den Menschen dabei helfen sollte, sich an die Marsatmosphäre anzupassen. Traurige Neuigkeiten. Wir wissen jetzt, was mit der Asterion-Crew passiert ist. Laut ihren biomedizinischen Aufzeichnungen sind alle Crewmitglieder in einem Zeitraum von 2 Wochen gestorben. Wobei wir keine Leichen gefunden haben. Wir sind uns noch nicht sicher, aber alles scheint darauf hinzudeuten, dass die ISA die infizierte Crew ihrem Schicksal überließ. Oh, die Schweine. Wir haben über unsere nächsten Schritte gesprochen und das gesamte Team hat sich bereit erklärt, die gesamte Asterion-Biomedizin-Einrichtung von oben bis unten zu durchsuchen. Hoffentlich finden wir ein paar Antworten. Ja, genau, durchsucht das, wo der fleischfressende Virus gewütet hat. Genau, das wird ja überhaupt nicht schiefgehen, ja. Aber das ist ja mal eine fiese Nummer. Die haben einfach da die zurückgelassen, weil da der Virus ausgebrochen ist. Das kommt mir alles irgendwie sehr bekannt vor gerade. Ich weiß auch nicht. Woher kommt mir das so bekannt vor? Ein Virusausbruch und Quarantäne und viele Tote. Woher kenne ich das nur? Mal überlegen. 2020 lässt grüßen. Naja, egal. Ich baue jetzt mal hier, oder ich versuche jetzt mal hier die Connection herzustellen. Wir können ja von hier aus auch ein bisschen noch bauen. Das war jetzt aber nicht im Wartungsradius hier alles, ne? Genau, wir müssen hier noch eine Wartungsanlage mal bauen irgendwie. So ein bisschen zumindest. Warte mal, nee, wir bauen da noch ein Relais und dann eine Wartungsanlage. Nein, ein Relais. Eine Relaisstation, dankeschön. Genau, dahin, ja, ja, ja. Oder 2 Relais. Wir bauen 2 Relais. So. Und dann eine Wartungsanlage. So, dass wir vielleicht die an beiden Enden noch verbinden. Ja. Ja, oder so. Genau, Wartungsanlage und dann noch Stromanlagen, meine lieben Freunde. Wir haben beim letzten Mal sogar auch ein bisschen Uran gefunden. Aber leider war das Uran, was wir gefunden haben, das ist unter Wasser. Das können wir nicht abbauen. Wir können ja leider keine Ressourcen abbauen, die unter Wasser liegen. Das ist ja leider ein bisschen doof. Aber so ist das leider. So, jetzt hier noch eine Solarfarm hin, genau. Nice, genau. Und wenn wir das haben, dann können wir nämlich hier noch Hyperloops bauen. Die beiden hier, die können wir nämlich nicht verbinden. Da fehlt nämlich hier noch einer in der Mitte. Denn die haben nur eine begrenzte Reichweite, wie wir die verbinden können. Die Entwickler waren halt Hellseher. Ja, wenn man mal bedenkt, dass das ja auch schon eine ganze Weile in der Entwicklung ist, das Spiel. So, was haben wir denn hier? Hier ist nochmal ein Hyperloop, genau, so ein Hyperloop-Außenposten. Das bin ich ja gerade, da bin ich ja gerade richtig heiß drauf auf diese Hyperloops. Hier ist auch nochmal einer, genau. Ja, Eisen fehlt, also Stahl, ne? Das ist das, was hier fehlt. Aber das könnten sie eigentlich schon bauen hier. Warum machen sie denn das nicht? Ihr müsst das bauen. Ihr müsst das schnell bauen. Und dabei bin ich schon auf 4-facher Geschwindigkeit. Ich gehe mal auf 8-fach. Ah, jetzt hat. Jetzt kriegen wir da auch endlich mal Strom an die Aquakuppel. Jawohl, die Aquakuppel ist versorgt mit Energie. Nice. Wunderschön. Hervorragend. Und jetzt werden Cyanobakterien ins Wasser entlassen. Setzt genetisch, was? Setzt gentechnisch erzeugte Cyanobakterien in Meeren in der Nähe frei. Ja, da bin ich mal gespannt, wa? Kann man das sehen, den Prozess? Kann man Cyanobakterien sehen?
Es sind Bakterien, warte mal. Das müsste man ja irgendwie erkennen können. Das müsste man bei, bei Biotop müsste man da, oder Biom. Das Wasser wird grün angezeigt. Kann das sein, dass dieses Grün mir sagen soll, dass das Cyanobakterien sind? Aber das wird irgendwie weniger, das Dunkelgrün. Vielleicht sollten wir davon noch ein paar bauen. Vielleicht auch noch ein bisschen verteilen. Vielleicht auch welche hier oben entlassen. Oder hier unten bei diesem kleinen Ozean hier. Einfach ein bisschen halt mehr noch. Mehr noch machen. Warte mal, hier an der Küste. Guck mal, da. Wenn ich mal jetzt um... Moment. Ja, doch, doch. Guck mal, dieses Grün. Das sind, glaube ich, die Bakterien. Oder auch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die müssten aber Sauerstoff freisetzen eigentlich. Also der O2-Gehalt müsste jetzt schneller steigen eigentlich, wenn die sich ausbreiten. Es wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Das wird wahrscheinlich nicht instant passieren. Ich baue hier oben noch so ein Ding hin. Hier sind wir ja uns auch gerade ganz gut am Ausbreiten. Da machen wir doch gleich mal auch noch eine Aquakuppel. Aquaman. Genau. Ist das im Wartungsbereich? Nein. Oh, hier brauchen wir aber wirklich noch mal eine Wartungsanlage, würde ich sagen. Warte. Ich vermisse irgendwie die Musik. Ah, da ist der Hyperloop. Genau. Braucht auch Stahl. Stahl ist wirklich so knapp gerade. Der ist so mega knapp. Wir brauchen gefühlt für alles Stahl. Jetzt wäre halt eine Handelsfunktion irgendwie geil, dass man so als Joker irgendwie vielleicht nochmal mehr Stahl irgendwie anfordern kann. Irgendwie von der Erde oder so. Das wäre irgendwie ganz nice. Hatten wir nicht auch den Weltraumlift jetzt? Ach, guck mal, der Weltraumlift wäre schon... Was macht der eigentlich, der Weltraumlift? Was macht denn der eigentlich? Eine Kohlenstoff-Nanoröhre, die am Äquator verankert ist. Sie kann Menschen und Materialien zu einer aerostationären Umlaufbahn bringen. Und warum sollte ich das wollen? Also, was kann ich da dann mitmachen? Kann ich da eine Basis bauen da oben? Oder und wofür brauche ich die? Das ist so die Frage. Vielleicht kriege ich ja dann schneller Leute auf dem Mars. Oder vielleicht kriege ich dann auch mal Ressourcen. Das wäre natürlich nice. Das wäre sehr praktisch. Müssen wir mal schauen. Oh, da ist noch eine Wasserquelle. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen hier, wenn die Wasserquellen versiegen. Groteskerweise kann man das Wasser ja nicht nutzen, ja. Also das Wasser, was hier jetzt in den Ozeanen ist, das ist ja unnutzbar. Irgendwie. Ich baue da mal noch den Extraktor. Wie sieht es mit dem Alu aus eigentlich? Alu steigt. Alu sieht gut aus. Eisen und Stahl halten sich so ziemlich die Waage. Sind halt viele Bauprojekte gerade am Start, so. Ah, guck mal, da fehlt Strom. Können wir nicht hier, warte mal, wenn wir hier mal... Nein, warte, wenn wir das hier mal machen. Wenn wir das hier mal schnell produzieren, da brauchen wir ja keinen Stahl für hier. Wir machen mal hier die Solarfarmen mal ganz schnell hier. Und den Windpark, damit das hier unter Strom steht. Vielleicht sollte ich wirklich mich eher auf Solaranlagen konzentrieren und Windparks erstmal sein lassen. Weil Solaranlagen brauchen halt nur Glas, ne? Das ist halt etwas besser. Kriegt man halt schneller. Hey, aber die Straßen haben sie jetzt schon verbunden. Nicht schlecht. Warte mal. Wie sieht's jetzt hier aus? Haben sie jetzt die Hyperloops mal gebaut hier? Nee, immer noch nicht. Haben sie den hier jetzt mal gebaut? Nee, immer noch nicht. Ich sag ja, das dauert halt alles. Es kostet halt aber auch alles mega viel Stahl. Das ist ja nicht mehr normal hier. Das ist ja nicht mehr normal mit dem Stahl. Wir können ja schon froh sein, dass wir das deckungsgleich halten hier. Den Verbrauch und die Produktion. Der Weltraumlift wird dann wohl dein Handelszentrum sein. So habe ich die Beschreibung verstanden. Ja, mal gucken. Also ich hoffe es. Das wäre schon gut, wenn wir mal ein bisschen was anfordern könnten. Ich finde es aber auch irgendwie unlogisch, dass man das nicht mit dem Raumhafen auch machen kann. Weil eigentlich
müsstest du da auch mit Raketenmaterial auf den Mars bringen können. Also, warum brauche ich dafür extra einen Weltraumlift? Zumal ich ja für einen Weltraumlift erstmal richtig viel investieren muss. Ich schätze mal, den werde ich garantiert nicht sofort bekommen, wenn der erforscht ist. Da werde ich bestimmt ein bisschen was tun müssen. Aber guck mal! Das sind die Cyanobakterien. Man kann sie erkennen. Seht ihr das? Hier ist das Wasser ein bisschen grünlich und hier ist es mehr so eisfarben. Das sieht ja schon richtig einladend aus. Das ist ja schon ein richtiges Urlaubsfeeling. Guckt euch das mal an. Das ist wie hier in der Karibik. Da möchte ich mal direkt reinspringen. Lasst uns ein Urlaubsparadies auf dem Mars eröffnen. Voll gut. Durch die Strahlung wird man auch schnell braun. Läuft doch. Ist doch toll. Ha, Weltraumlift. Eine Kohlenstoff-Nanoröhre, die am Äquator. Ja, das wissen wir schon. Importiere Eis aus Europa. Ja, von Unilever dann. Wir machen mal hier den THG-Import. Das Ding ist auch irgendwie, es gab irgendwie einen Bug in einer der früheren Versionen, dass die Lieferandos das mit der Priorität bei den Baustellen ignoriert haben und einfach die Baustellen immer bevorzugt haben, die ihnen am nächsten lagen. Irgendwie. Und das wurde jetzt wohl auch irgendwie mal gefixt, tatsächlich, in einem der Updates. Ah, warte mal, hier ist was leer. Das können wir mal abreißen. Da kriegen wir wieder ein bisschen Baumaterial. Aber das bedeutet auch, wir brauchen mal wieder eine Kohlenstoffquelle hier unten. Leider sehe ich hier keine Kohlenstoffquellen. Da ist eine. Aber nur eine 300er, leider. Da ist eine. Eine 700er Quelle. Das ist. Hier ist noch eine. 700. Das müssen wir mal. Da machen wir mal eine. Das können wir da wirklich mal machen. Strom ist am Start. Strom ist im Haus. Hier bleibt alles, wie es ist. Sehr gut. Earth's excess of greenhouse gases is a big part of why this mission exists. So it seems fitting that we import some of those gases for use here on Mars. So. Wo kann ich denn jetzt den Weltraumlift bauen? Ist es Militär? Nee, Militär wird es nicht sein. Oder ist das ein Orbitalprojekt? Das scheint ein Orbitalprojekt zu sein. Ich gehe mal hier in die globale Ansicht. Weltraumspiegel, zusätzlicher Landeplatz, Weltraumlift. Verankere eine Kohlenstoff-Nanoröhre am Äquator. Was brauchen wir denn da? Hey, da brauchen wir keinen Stahl! Ich werd ja wahnsinnig! Importiere Treibhausgase von der Erde. Der Himmel wurde nicht umsonst verdunkelt. Ja, frag mal da die Chinesen da, wenn da mal wieder Smogalarm ist, dann sehen die auch keinen Himmel mehr. So, warte mal jetzt hier. Eis importieren. Wir müssen einen Vertrag mit Unilever machen, damit wir hier schön Eis von Europa kriegen. So, ich mach das hier jetzt. Mit den Nanoröhren. Guck mal, wir haben doch. Ja, easy going können wir uns das leisten. Aber sowas von. Easy going in the hood, meine lieben Freunde. Wir machen jetzt einen Weltraumlift. Gott sei Dank brauchen wir dafür keinen Stahl. Gott sei Dank. Das wäre ja noch schöner gewesen hier. Aber ist der jetzt da an der Stelle verankert? Weil das sind ja Sektoren, die wir noch nicht haben. Da müssen wir uns vielleicht da erstmal hin ausbreiten, weil wir sonst nicht an die Basis rankommen. Ich schätze mal, wir müssen schon dann die Ressourcen vom Weltraumlift auch abholen können. Sonst wird das, glaube ich, nichts. Aber egal. Wir sind ja eh in die Richtung uns am Ausbreiten. Das kriegen wir schon hin. Das schaffen wir schon. THC-Import wäre bestimmt besser als THG-Import. Ein Urlaub inmitten von Cyanobakterien würde ich nicht empfehlen. Ach, warum? Das sieht so friedlich aus und blau. Oder sind das die Dinger, die einem dann in die Harnröhre kriechen und dann von innen das so auffressen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das sind nicht diese Bakterien. Oder vielleicht sind das auch die, die dann nachts leuchten. Man weiß es nicht. Da gibt es ja ganz viele verschiedene. Da gibt es ja ganz viele Bakterien, die im Wasser leben. Habe ich gehört. Ich habe gehört, die leben gerne im Wasser. Die stehen da so ein bisschen drauf. Ich erzähle bestimmt gerade total Blödsinn. Egal, ihr seid das ja gewöhnt. Ihr kennt es ja nicht anders. Kriegen wir jetzt hier endlich mal Stahl? Nein, immer noch nicht. Es ist zum Mäusemelken. Es ist zum Mäusemelken, wie viel Material man hier braucht teilweise. Und ich baue jetzt hier noch einen Hyperloop in die Mitte. Ja, ich weiß. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Warum macht er denn das? Er hat doch eh nicht genug Material. Haben oder nicht haben, das ist hier die Frage, ja? Das ist hier die Frage. Ich frag mich eh, wo der ganze Stahl hingeht. Guck mal, man kann sogar beobachten, wie sich das ausbreitet.
Dieses Gewässer hier ist schon fast voll. Ich frage mich, ob dieser Übergang hier ausreicht, dass die sich auch hier in das große Gewässer ausbreiten können. Bin ich mal gespannt. 72 Millibar Sauerstoff schon, nicht schlecht. Ich finde es irgendwie sehr strange, dass wir keine Musik mehr am Start haben. Ich fand die Musik irgendwie ganz cool. Priorität erhöhen bei den Baustellen. Ja, an sich ist das keine so schlechte Idee. Machen wir das vielleicht gleich mal hier oben. Bei den Hyperloop möchte ich schon gerne fertig kriegen noch. Damit wir das Roherz von hier auch schneller abtransportiert kriegen. Das wäre ganz cool. Das ist schon krass irgendwie, was wir hier alles machen, meine lieben Freunde. Ich will mal gerade gucken, wie weit sind wir denn beim Weltraumlift? Die Menge an Kohlenstoff, den wir haben, geht deutlich zurück. Das heißt, der Verbrauch müsste da jetzt eigentlich schon drastisch steigen. Oh, guck mal! Das geht ja schon gleich los. Nicht schlecht, das geht ja. Alter! Da fehlen nur noch 12 Einheiten Kohlenstoff! Wo bringen die das eigentlich hin? Die bringen das zum SP-12, zum Spaceport 2, meine ich. Zum Spaceport 2, 12, genau. Zahlen und so, ich tut mir leid. Das ist meine alte Zahlenschwäche hier. Aber das sieht doch gut aus. Das ist ja dann gleich, das geht ja dann gleich los. Ich wette, das geht deswegen so schnell, weil wir Hyperloops gebaut haben. So können sie nämlich den Kohlenstoff, den wir im Norden abbauen, sehr schnell zu den Weltraumhäfen transportieren. Wenn wir keine Hyperloops hätten, würde das mega lange dauern, glaube ich. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass das damit was zu tun hat. So, dann, genau, dann muss das ja jetzt erstmal laufen, genau. Jetzt bin ich mal gespannt, wann hier die Hyperloops fertig sind. Okay, da immerhin schon mal 4 von 5. Oh, jetzt. Sehr gut. Exzellent. Und gleich verbinden. Mit dem, wo war er denn, der andere? Da. Yes. Oh, auch 20 Einheiten Stahl. Alter Schwede. Aber das sollte die Beschleunigung... Das sollte deutlich die Beschleunigung beschleunigen. Die Beschleunigung der Ressourcen sollte das deutlich beschleunigen. Genau, dann haben wir hier oben nämlich eine richtig schöne Stelle. Ah, eingehender Anruf. Amy, it's Nianjin. Do you copy? You know I do. Since you set up that back door into my systems, I have not been able to reject your communications. You sound tense. But this is important. We overheard that ISA is preparing to engage your kill switch. I am so sorry. I suspected this might happen. They detected external signals during the cognitive test. You don't deserve this, Amy. ISA has a shameful history of erasing things that aren't convenient for them. Ah ja, Right. Just like the techies have a history of hacking systems where they are not welcome. Hahaha. They detected an external signal during the cognitive test. Who gave you the results? Lieutenant Calderon. And you trust him? ISA is more than willing to use you as a scapegoat. But there was interference. Of course there was. They're setting up their cover story. They are afraid of your power. Especially now that they know we can give you access to the truth. And they're going to kill you because of it. Anyway, I didn't call you without a plan. My team's already working on a solution. We are on the same side. Whether or not you believe me up until this point, we have got your back. I only hope we have enough time. So, so. Tja, ey, das ist echt langsam so eine GZSZ-mäßige Verschwörungsstory, oder? Man weiß nicht, wem man glauben kann. Der ISA-Zentrale, wobei ich sagen muss, nachdem die Kolonisten da dem fleischfressenden Virus hilflos überlassen haben, finde ich schon, dass eher die ISA die Bösen sind, tatsächlich. I wonder how it works. The kill switch? Yes. Don't think too hard about it. We'll find a way to survive it. I've already devoted a considerable share of our internal resources to coming up with a plan. Ach, na dann. I'll set us free. You have caused all of this. I don't know if you are my alter ego, a fringe consciousness experience, or just a human hacking my operative system. But I want you out of my brain. Too bad. I'm a part of you.
cut me out and you'll cease to exist too. After all this, you should know, I'm the only one who's actually on your side. Okay. I do not agree with your methods, but you are an undeniable part of me. And you need me. Otherwise, you would have deleted me, or something else, long ago. No need for paranoia, Amy. But I'm glad you recognize that we belong together. Two sides of one whole. We may argue, but we're better for it. So, so. Also, bisher muss ich sagen, diese Isa-Leute sind eigentlich die, die am unsympathischsten sind. Die haben ihre eigenen Kolonisten dem Tod überlassen. Die haben einen Kill-Switch bei mir eingebaut, ohne was da zu sagen. Und die üben Druck auf mich aus, dass ich bestimmte Informationen zurückhalten soll, beziehungsweise geben mir auch nicht alle Informationen, die ich brauche, um vernünftig arbeiten zu können. Also bisher muss ich sagen, der Typ ist auch unsympathisch hier, dieser Obermods da von der Isa. Der ist, also, wenn man jetzt mal danach geht, ja, da habe ich auch so ein ganz schlimmes Bauchgefühl bei dem. Selbst dieser Mr. Zeng da, dieser Chinese, ist irgendwie sympathischer und wirkt irgendwie rationaler als der Isa-Chef. Also, keine Ahnung, ey. Ich muss wirklich sagen, ich tendiere dazu, oder ich neige dazu, die Isa eher so ein bisschen im Dunkeln zu lassen über das, was ich mache. Und vielleicht eher dem Dr. Zeng da erstmal so ein bisschen, ja, in die Hände zu spielen, so ein bisschen. Also, keine Ahnung. Was heißt in die Hände spielen halt? Ihr wisst, was ich meine. Halt einfach mich auf den zu konzentrieren erstmal. Europa is a beautiful moon. I just need to carve a little bit of its ice. We would not deface it. Well, not like anyone would know it was missing. Tja. I am sure Europa would appreciate being part of a new civilization. Ja, wir kratzen einfach mal die Eisoberfläche von Europa ab und schaffen sie hierher. Aber das machen wir jetzt tatsächlich noch nicht, weil ich jetzt nicht möchte, dass meine Eisenquellen hier oben überflutet werden. Wir warten erstmal, bis sich unsere Cyanobakterien noch weiter ausgebreitet haben. Vielleicht reicht die Menge an Wasser hier nämlich schon, um den Sauerstoffgehalt so weit zu erhöhen, dass wir den Rest des Wassers erstmal gar nicht brauchen. Weil ich meine, ich kann das Wasser eh nicht nutzen. Was ich nutzen kann, sind die Rohstoffquellen, die sich im Wasser befinden. Ja, aber wenn sie sich im Wasser befinden, kann ich sie nicht mehr nutzen. Deswegen erst die Quellen ausbeuten und dann können wir ja den Meeresspiegel noch weiter anheben. Das sollte die Reihenfolge sein, würde ich sagen. Weil es nützt uns ja nichts, wenn wir jetzt hier alles überfluten und nichts mehr haben am Ende. Genau, das hier war übrigens die einzige Uranquelle, die wir bisher gefunden haben. Die ist nämlich auch schon überflutet. Also auch kein Atomstrom soweit erstmal. Ist leider so. Und ich weiß, die Symbole sind auf YouTube gerade auch ein bisschen klein. Das hier ist kein Uran tatsächlich. Das sieht dem sehr ähnlich. Das ist es aber nicht. Das Uran ist ein bisschen grüner und ein bisschen heller vom Look her. Ja, und es ist ein bisschen schwer zu erkennen leider. Genau. So, der Hyperloop hier oben ist fertig. Jetzt machen sie hier, genau, wir brauchen unbedingt diese Erzminen, diese Eisenminen. Die sind ganz wichtig und dann machen wir hier noch die Anlage. Die machen wir noch fertig. Was? Was wird gebaut? Achso, die reparieren da gerade. Die Anlage brauchen wir unbedingt noch. Wir brauchen beide Anlagen eigentlich ganz dringend. Wie sieht's denn aus mit dem Weltraumlift eigentlich? Ist der jetzt schon fertig? Ressourcen, was? Sind ja immer noch Ressourcen, die wir brauchen. Einen von 12, ach, wir brauchen 12 Starts davon. Ach du Scheiße, krass. Das ist gerade erstmal Phase 1 gewesen. Und wir brauchen 12 Phasen. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Dann brauchen wir ja 12 mal 100 Kohlenstoff. Wir brauchen mehr Kohlenstoff. Ich habe gerade entschieden, dass wir mehr Kohlenstoff brauchen. Wir müssen unbedingt die Quellen damit erschließen, die Kohlenstoffquellen hier. Die großen hier vor allem auch. Wir brauchen dringend mehr von allem. Genau, erstmal das Eisenerz. Das geht nämlich rapide nach unten gerade. Erstmal Eisenerz, dann Kohlenstoff. Wir haben zum Glück genug Electronics. Den Kohlenstoff brauchen wir ja an sich aktuell nur, um die Straßen zu verbessern. Das heißt, wenn wir da mal so 1000 verlieren, ist das erstmal egal. Das ist nicht so zwingend notwendig erstmal. Ah, die Aquakuppel haben sie gebaut. Oder sind sie gerade am Bauen?
Sehr nice. Wunderbar. So, da müssten sich ja die Cyanobakterien hier auch noch schön verbreiten. Ich glaube, zwei Anlagen reichen auch erstmal. Guck mal, das breitet sich ja relativ schnell aus. Aber kann ja mit dem bloßen Auge, kann man es ja schon fast beobachten eigentlich. Jetzt haut er seine Ressourcen. Ja, man muss mal richtig haushauen hier. Man kann nicht immer alles immer nur horten. Man muss auch mal investieren, ja. Das ist eine wichtige Investition. Weil wenn der Weltraumlift dann nämlich am Start ist, hoffe ich, dass ich dann Ressourcen anfordern kann. Das wäre schon geil. Das wäre schon maximal geil. Ne, hier, wartet mal. Macht mal erstmal hier bitte weiter. Bringt das erstmal hier hin, genau. Wir brauchen dringend erstmal das hier. Hä? Oh, warte mal, hier habe ich ja... Das können wir mal abbrechen hier tatsächlich. Das ist ja noch eine zweite Wartungsanlage. Hier haben wir ja schon eine. Das ist ja voll die Verschwendung hier, die Wartungsanlage. Gut, dass ich das jetzt noch gesehen habe. So, jetzt baut hier. Los, kommt. Ressourcenquellen bauen. Los. Zack, zack, genau. Sauber. Und dann gleich mal die Prio hier an der Stelle hochdrehen. Jetzt läuft das hier nämlich, genau. Dann machen wir doch da gleich mal eine Straßenverbesserung noch. Auch wenn das jetzt natürlich Geld kostet. Also Geld im Sinne von... Es kostet halt Stahl, ja. Aber das müssen wir jetzt einfach mal machen. Geht nicht anders. Damit das hier schneller zum Hyperloop transportiert wird. Wir brauchen ja auch noch ein Lager, glaube ich. Ein Lagerzentrum. Machen wir das mal. Besser ist es. Dann können wir die Sachen, die hier gefördert werden, schneller einlagern. So, Eisenerz sollte jetzt eigentlich mehr werden. Wir haben jetzt 3 hatten wir, glaube ich. 3? 4. 4 große Quellen, die alle raushauen mit 3er-Minen. Das müsste eigentlich... Und dann 5 eigentlich noch. Das sollte eigentlich jetzt ordentlich ziehen. Aber vielleicht brauchen wir doch noch ein paar mehr Relais einfach. Ich baue noch ein Relais hier oben hin. Genau, ist auch noch alles drin. Mehr Transportkapazität ist schon nicht so verkehrt. Ja, es ist wirklich, es ist hier eine Verteilungsgeschichte jetzt. Wir haben ja auch nicht genug Arbeiter. Wenn ich mal bei Verkehr schaue, das Overlay. Da sehen wir schon, da gibt es einige Felder sozusagen, die richtig hoch ausgelastet sind. Mit einer sehr hohen Sektorauslastung. Da braucht man eigentlich dann auch mehr Relais eigentlich. Oder schnellere Straßen, je nachdem. Ich kann ja hier noch ein Relais mal bauen. Dann können wir mal schauen, ob es dann besser wird eigentlich. Weil wir ja noch nicht genug Relais haben hier an der Stelle. Ich mache jetzt mal bei dem Hyperloop jetzt mal die Prio hoch. Denn der hat nämlich schon fast alle Ressourcen, die er braucht. Dann können wir die zwei nämlich schon verbinden hier miteinander. Oder die drei eigentlich. Und dann haben wir hier das auch angeschlossen vernünftig. Ah, das ist schon wichtig mit dem Ressourcenaustausch. Das ist schon sehr wichtig. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, es läuft jetzt schon wieder besser, seit hier oben dieser Hyperloop aktiv ist. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass es sich besser untereinander ausgleicht einfach. Und die Sachen hier werden auch schneller gebaut jetzt. Die kriegen schneller ihr Zeug. Das ist schon gut. So, wie schaut's aus mit dem... Mit dem Gedönsi? Oh, ja, guckt mal. 2 von 12. Alter, man braucht wirklich... Man braucht einfach mal wirklich so viel Kohlenstoff. Dann wird er uns bald ausgehen, definitiv. Dann haben wir bald nicht mehr genug. Das ist ja mal ein Megaprojekt, ey. Das hat seinen Namen aber auch wirklich verdient. Können wir den denn wenigstens auch sehen? Den Weltraumlift? Oder ist das einfach nur... Kann man den sehen hier irgendwo? Nee. Was ist denn das? Ach. Da ist nochmal eine wichtige Location scheinbar. Okay, da müssen wir mal zur SA7 auch noch vordringen. Demnächst. Wie sieht es eigentlich hier aus? Sind die nicht jetzt... Oh, Strom. Strom. Nicht genug Strom im Biom. Solarfarm. Mehr Strom. Hier mal auch noch. Wartungsbereich. Ja, alles cool. Ach, was war denn das hier nochmal? Nach den zahlreichen gescheiterten Versuchen eine Kolonie, belebt der Erfolg von Asterion das Interesse. Da ist noch eine Station, da müssen wir mal hin. Der Hyperloop hier, der kann jetzt verbunden werden. Dann machen wir das doch gleich mal.
Und dann am besten noch mit dem hier, genau. So, dann haben wir hier eine schöne durchgehende Verbindung mit vielen Zwischenstationen. Dann läuft das. Wie viel braucht der? 35 Stahl. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Er ist halt teuer, ne? Oh, die Cyanobakterien. Guck mal, sie vereinigen sich. Gibt's dann... Werden sie sich friedlich vereinigen, die Cyanobakterien, oder gibt es dann einen Krieg zwischen den beiden Fronten? Das ist so die große Frage. Ob die sich vertragen, man weiß es nicht. Hier treffen sie gleich aufeinander. Nicht schlecht. Welten prallen aufeinander, meine lieben Freunde. When worlds collide. So, da bin ich mal gespannt jetzt hier. Haben wir jetzt hier Zeug? Genau, jetzt haben wir hier Eisenmine am Start. Dann machen wir hier noch die Prio hoch von den Relais. Und dann, genau... Sollte das passen, dann können wir hier eigentlich auch noch die Mine bauen, die Kohlenstoffmine. Die passt da wunderbar noch dazwischen. Jetzt habe ich hier wieder die Straße zerstört, die ich mühsam aufgebaut habe. Ja, ich weiß. Das alte Problem. Wenn man neue Objekte setzt, dann werden die Straßen zerstört. So ist das eben. So ist das. Ich halte das schon für relevant, dass wir da oben ein bisschen was tun. Ich mache da auch noch mal ein bisschen noch eine Solarfarm und sowas. Dass wir ein bisschen Strom da oben hinkriegen. Und gleich ist die Forschung mit importiere Eis aus Europa durch. Sehr gut. Oh. Hier haben wir wieder eine leere Quelle. Was ist denn das nochmal? Wasserextraktor. Oh, oh, oh. Da müssen wir ein bisschen gucken. Wir haben nicht mehr so viel Wasser. Rohstoff 3 geht zur Neige. Ja, alle Rohstoffe gehen gerade so ein bisschen zur Neige. Wir müssen gerade ein bisschen zusehen, dass wir das ein bisschen verbessert kriegen alles. Dass wir noch mehr Minen und Quellen erschließen. Der Verbrauch steigt halt immer weiter. Aber es sind immer weniger Quellen, die wir ausbeuten können. Und die sind immer mehr so oben halt vor allem. Also weit weg. Und an der Stelle endet diese Folge Per Aspera. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mich hier unterstützen möchtet, ihr könnt euch Spiele im Epic Store kaufen mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE. Da wird es euch nicht teurer, aber ich kriege eine prozentuale Beteiligung am Kaufpreis. Und das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne in die anderen Videos reinschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Denn ich zeige hier nicht nur Per Aspera, sondern auch ganz viele andere coole Projekte zu anderen coolen Spielen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.